Nein, ich würde natürlich Angela Merkel nicht in der Dusche bespannen, sondern eine Bank ausrauben, Alter. Boah. Eine Bank. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Bulls. Ja, ihr werdet euch wundern, Jungs, warum seid ihr nur zu zweit da? Ja, Chris steckt gerade seit 2 Stunden in dem Überstau. Hier mal ein kurzer Ausschnitt, wie Chris nicht da sitzt. Und einmal ein kurzer Ausschnitt von dem Stau, wo er gerade drin ist. Und da er gerade im Überstau steckt, möchte ich jetzt hier, dass auf diesem Stuhl so Autos einfach gestapelt sind. Und zwischen zwei Autos irgendwo sieht man so Chris' Kopf, wie er so da hervorguckt. Okay. Also Chris steckt im Überstau. So, okay. Weißt du, das Geile, wenn der Kopf so alle paar Sekunden so ein bisschen nach oben rücken würde, um zu zeigen, dass Chris vorankommt? Ja, okay. Also, und seht ihr, wie weit Chris ist. Und vielleicht kommt er noch dazu. Okay, ab jetzt. So, okay, ja, fangen wir an mit der ersten Frage. Okay. Einmal kurz zur Aufstellung, wie Phil gesagt hat. Soll ich anfangen? Ja, fang du an. Okay. Also die Elisabeth, die hat hier eine Frage und zwar fragt sie, wie habt ihr euch kennengelernt? Ich glaube, zeigen wir am besten auch einfach ein Video, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also hier mal ein ganz kurzer Ausschnitt, wo wir drei uns kennengelernt haben. Hier. Stimmt, das war was, ne? Das war so verrückt. War aber auch ein krasser Zufall, ne? Dass wir uns so kennengelernt haben. Natürlich. Ja, natürlich. Melina Xenia fragt, würdet ihr für 1 Million Scheiße essen? Eine sehr interessante Frage. Die eigene oder von dem auf der? Nee, also ich glaube, das wäre zu erniedrigend. Schon mega, aber das wüsste keiner. Nee, aber da würde ich mir die Millionen dann doch lieber selbst erarbeiten. Kommt auch darauf an, wie viel Scheiße man essen müsste. Oder? Also wenn es die eigene wäre, könnte man das ja irgendwie so mit, weiß nicht, mit 500 Litern Wasser verdünnen und noch irgendwie Kakaopulver oder so. Als ob man so 500 Liter Wasser dann trinken könnte. Ja, dann hat man das und dann muss man das so, trinkt man das so über Wochen. Und schmeckt es gar nicht. Jeden Tag so ein Glas Scheiße Wasser. Ich möchte einmal, dass hier jetzt eingeblendet wird, gute Idee. Okay, also nein, ne? Nee. Okay. Ah, hier eine interessante Frage. Serban Bara fragt, geht das jetzt an, also Hashtag fragt die Bulls, geht das jetzt an die Chicago Bulls? Eigentlich schon, ne? Schon, ja. Also ich glaube, wir haben auch diesen einen Ausschnitt, wo die Folge fragt den Bulls in der Halle auf dem Videowürfel liegt. Die haben sich das angeguckt auch, ne? Ja, ja, genau. Einmal beim Training. Wie die Bulls sich das angucken. Ja, auf jeden Fall. Das geht halt auch immer mit an die Chicago Bulls. Also Frag die Bulls ist einerseits ein Format für uns. Genau, aber wenn ihr halt Fragen an die habt, an die NBA-Spieler oder so, könnt ihr das auch. An Derrick Rose oder Pau Gasol könnt ihr gerne auch die Fragen unter dem Hashtag verwenden. Ja. Wir leiten das dann weiter, die gucken sich das dann im Training an. Genau. Und schicken uns dann die Antworten. Genau. Amina Lucia schreibt, SCBS, ein Frosch sitzt auf Chris' Kopf und wird dann von einer Rakete, die aus Siebes Hand kommt, abgeholt und fliegt weg. Okay, aber also das ist da, aber wir nehmen dann sitzt der Frosch auf dem obersten Auto. Genau. Und aus meiner Hand kommt die Rakete. Ja, und die holt den aber ab. Die schießt nicht ab, sondern die holt den ab. Okay. Also Rakete, hol den Frosch ab. Ich bin aber gespannt. Boah, wie krass. Und der steckt einfach rein. Ciao. Immer diese schlechten Reaktionen. Boah, wie krass. Finn Bezer schreibt, die richtige Frage kommt später. Okay. Hashtag fragt die Bulls, ich möchte, dass Chris ein buntes Zebra auf seiner Hand hält und Siebes es dann mit einem Atomklatscher wegschlägt. Aber da Chris ja jetzt wieder nicht da ist, dann würde ich sagen, hältst du das auf der Hand. Okay. Was halte ich auf der Hand? Ein buntes Zebra. Oh, okay. Ich muss das mit einem Atomklatscher wegklatschen. Boah, dann lieber ein bisschen weiter weg von mir. Okay, Achtung, Atomklatscher. Boah! Boah. Alter, voll, richtig perfekt. Voll in den Spiegel, ey. Shit. Oh. So, und Leute, ihr seht, ganz geil, aber jetzt seht ihr, Chris ist komplett durch den Stau durch. Richtig krass jetzt. So, jetzt möchte ich, dass einfach alle Autos explodieren und sein Kopf auch verschwindet. Und gleich kommt er dann, also jetzt.
Und gleich kommt er dann, kommt er gleich noch hier in die Folge rein. Boah, was? Da ist er schon. Jetzt mal in Slow Motion, wie Chris reinkommt. Ja, in Slow Motion mit so epischer Musik, wie er sich jetzt hier hinsetzt. Und einen tösenden Applaus. Und jetzt fragt nämlich Max Kemper, was macht Phil, wenn er alleine zu Hause ist? Boah. Und ich würde sagen, dann machen wir wieder eine. Ich weiß nicht, ob ich erzählen soll. Top 3? Ja. Sollte die Top 3 Dinge wissen? Die Top 3 Dinge, die Phil macht, wenn er alleine zu Hause ist. Sehr gut, also ich bin jetzt ganz ehrlich, ja? Bin offen zu euch. Also auf Platz 3, ja, ist auf jeden Fall das hier, ich zeig's euch. Boah, wusstest du das? Ja, das wusste ich. Echt? Ja. Echt? Ja, klar. Ja, ich hab dich einmal gesagt. Ah, okay. Aber du musst noch abschätzen. Ja, ja. Und auf Platz 2? Auf Platz 2 ist das hier. Ach, das geht aber nicht. Hä, wieso? Naja, das ist für mich Ansichtssache. Ich find's ganz cool eigentlich. Ja. Macht halt auch mega Bock. Ja, eben. Ja. Macht doch nicht jeder. Kann auch nicht jeder. Aber auf Platz 1 der Dinge, die ich mache, wenn ich ganz alleine zu Hause bin, das ist jetzt komplett verrückt, ist das hier. Cool. Nee. Nice. Das ist schön. Kann ich. Aber das wusstest du selber nicht. Ja gut, also ich habe es jetzt auf Video auch das erste Mal so gesehen. Ich wusste jetzt nicht, wie es von außen aussieht. Also, ich dachte immer, es wäre cool, aber... Ich habe ja letztens Wer wird Millionär gesehen. Mhm. Und da war Phil zu Gast und da kam auch die Frage. Das war die Frage, ne? Wir schauen einfach mal kurz rein. Ja, wieder verkackt. Auf jeden Fall, ja, Chris, du kannst eine Frage aussuchen. Okay. Your special appearance. Ich habe hier eine Frage von der Samira, die fragt, könnt ihr euren eigenen Ellbogen anlecken? Nein, aber wir können uns selber ins Knie ficken. Echt? Boah, das geht aber wirklich nicht. Scheiße. Ich habe eine Frage von Pete, die Krette. Oh. Also es ist keine direkte Frage, es ist eher eine Anweisung fürs Video. Wenn Phil spricht, kommen Vögel aus seinem Mund, die so dann von der Kröte auf Chris' Kopf mit der Zunge gefangen werden. Boah, was? Okay. Also erstmal muss eine Kröte auf Chris' Kopf, ne? So. Das ist drauf jetzt? Ja, ist drauf. Okay. Und jetzt fangen wir an zu reden. Sag einfach irgendwas. Hallo, was geht? Hallo, yo, hier. Du sollst normal reden, Alter. Ja, weil der Kröte ist immer raus. Ach so. Boah, die Kröte. Krass. Hat auf jeden Fall funktioniert, Pete. Wir hoffen, wir konnten dir damit eine Freude bereiten. Ich mach kurz ein Screenshot. Hier nochmal ein kurzer Ausschnitt, wie wir es nicht schaffen, an unserem Ellenbogen zu lecken. Boah, das geht aber wirklich nicht. Scheiße. Der Basma fragt, ich glaube, da können wir auch wieder Einblendungen machen, einfach. Okay. Was würdet ihr beruflich machen, wenn ihr keine YouTuber sein würdet? Ich glaube, da hat jeder so seinen Traumjob wahrscheinlich, ne? Ja. Was wäre deiner? Ich würde auf YouPorn dann Videos machen, produzieren. YouPorn? Also hinter der Kamera so. Dahinter der Chor. Dahinter. Nein, Spaß. Ich wäre am liebsten, wenn ich einen normalen Job hätte, dann wäre ich wahrscheinlich Designer, Alter, so richtig lame. Hier mal kurz einen Ausschnitt, wie Chris lame designt. Und ich wäre, glaube ich, am liebsten wäre ich dann Basketballprofi. Auch mal hier einen Ausschau, wie ich lame Basketball spiele. 1, 2, 3, 4. Und ich wäre dann am liebsten Hartz-IV-Empfänger. Hier mal ein kurzer Ausschnitt, wie ich Hartz-IV empfange. Okay. Ja, das wäre auf jeden Fall die Alternative zu YouTube. Für uns. Okay, das ist cool. Jo, wir haben was Wichtiges vergessen, während Chris die Frage sucht. Was denn? Kurzer Wochenrückblick, was die Woche so passiert ist. Aber einfach nur so, wie es letzte Mal war, so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Okay. Einfach so einen kurzen Ausschnitt, nur weil es war diese Woche so heftig viel los. Das sind auch schlimme Sachen. Da kann man nicht ins Detail gehen. Nee, nee. Also einmal kurz Schnelldurchlauf, von jedem Tag nur so 1-2 Sekunden, was passiert ist hier. Face it!
turbulente Woche gewesen. Ja. Ich habe eine richtig geile Frage von dem Neko, Bilir Nekati. Okay. Wenn ihr ein Unsichtbarkeitsspray hättet, was würdet ihr als erstes tun? Da ich mir diese Frage sehr oft gestellt habe, habe ich schon direkt eine Antwort parat. Oh. Nein, ich würde natürlich Angela Merkel nicht in der Dusche bespannen, sondern eine Bank ausrauben, Alter. Eine Bank. Eine richtig krasse so oder ein Casino richtig ausräumen. Eine Casino-Bank ausräumen, Ocean's 11 mäßig. Eine Casino-Bank. Bank-Casino. Aber das wäre bestimmt trotzdem interessant, weil stell dir mal vor, die Sicherheitsleute sehen dann so Geldsäcke durch die Luft schweben. Moment. Oder wird das auch unsichtbar? Ach, du sprühst das einfach ein dann auch, oder? Nee. Ja, ich will auch nur mich einsprühen, okay. Und dann gehe ich rein. Ja? Warte, dann gehe ich rein. Ach so. Dann warte ich, bis die weg sind. Ja, okay. Und dann mache ich alles Taco. Ja. Und morgens, wenn die Putzen reinkommen, ist alles weg. Schlage ich denen die Fresse ein, knock die aus, ja, und zieh das Ding dann einfach aus, weißt du? Na gut. So einfach. Perfekter Plan. Hier nochmal ein kurzer. Ja, doch. Nee, setz dich. Okay. Hier nochmal ein kurzer Ausschnitt, wie das aussehen würde, wenn ich ohne Unsichtbarkeitsspray versuchen würde, eine Bank auszurauben. Das ist ja heftig. Nee, ich würde einfach nichts tun. Nicht dasselbe wie immer, nur ja. Oder ich würde. Stell dir vor, wie geil das aussehen würde, wenn du wirklich zum Beispiel hier so IOHOP oder Fahrrad fahren würdest. Oder sich nur so eine Hälfte nur einsprühen. Und dann damit so durch die Stadt laufen. Ey, oder was auch geil wäre, wenn du dein Fahrrad einsprühst und dann damit fährst. Zum das ist geil. Fahrrad. Hier mal ein Bild, wie so ein unsichtbares Fahrradfahren aussehen würde. Oder stell dir einfach mal vor, du würdest einfach deinen ganzen Körper bis auf den Kopf damit einsprühen. Boah, sowas würde ich machen. Hallo! Das ist ja. Ja, so eine Faxen auf. So eine Faxen. Okay. Jetzt ist auf jeden Fall Zeit für die Masterfrage. Masterfrage. Und jetzt, wo die Masterfrage kommt, also jetzt ist was ganz Spezielles passiert. Ja, so ein paar Regieanweisungen erstmal. Also rauchen wir ja immer, ne? Ja, aber deswegen brauchen wir ja jetzt gerade keinen Rauch. Also ich brauche jetzt links und rechts, brauche eine etwas so eine karibische, exotische, tropische Stimmung. Ich brauche erstmal ein paar Palmen links, rechts. Okay. So, okay. Was brauchst du? Dann brauche ich das. Achso, brauchst du mehr? Ja, und mehr Rauschen im Hintergrund. Ach so, die Wellen. Sounds, okay. Ah, okay, für Atmosphäre. Genau, Vibe. Was fehlt noch? Kommt langsam in Stimmung, Leute. Kommt langsam in Stimmung. Ein bisschen merke ich schon. Oh, ich möchte jetzt, dass hier so langsam Wasser ansteigt und wir ungefähr bis man sieht, ungefähr bis zum Bauchnabel ungefähr in Wasser sind. Genau, wir sollen das ein bisschen Feeling haben. Richtig. Boah, ich weiß nicht, was man da noch ergänzen kann. Eine Hibiskusblüte in deinem Haar hier. Eine Hibiskusblüte. Für Hawaii. Hier bei mir. Ja, genau. Okay. Ich würde vielleicht einfach nur noch so ein Schmetterling, der hier rumfliegt über uns so ein bisschen. Und der hat an dem hängt so ein Schild an so einem Faden, wo Masterfrage drauf steht. Okay, das ist cool. Aber die Masterfrage ist ja trotzdem episch. Ja. Das darf man nicht vergessen. Deswegen möchte ich, dass zwischendurch auch so ein Helikopter vom FBI hier durchfliegt, der aufpasst, dass hier nichts passiert. Der fliegt einfach die ganze Zeit so im Kreis, aus dem Bild und wieder rein. Der gibt Sinn. Und guckt halt, dass nichts passiert. Okay. Und ja, das war's eigentlich. Ne, aber warte, wir haben ja was vergessen. Auf meinem Arm ist ein Papagei und der hat extrem dünnen Schiss. Und der scheißt die ganze Zeit auf den Arm und es läuft einfach die Suppe runter. Ja, klar. Okay. Ins Wasser dann. Ins Wasser auf die Hose, das vermischt sich. Aber hier ist so eine Abrissbirne. Okay. Die steht die ganze Zeit so auf Spannung. Okay. Und gegen Ende der Masterfrage wird die losgelassen und klatscht den Papagei einfach hier weg. Okay. Ja, das ist cool. Fliegt der weg? Nee, der wird einfach weggefliegt. Der wird einfach direkt tot. Okay, cool. Ja. Okay. Okay. Haben wir schon eine Masterfrage? Die Masterfrage kommt von Lara B 28121912. So eine geile Frage. Diese Frage kann nur ein echter Fan stellen. Ja. Einer, der sich schon von Anfang an mit uns beschäftigt. Und ich glaube, diese Frage, die ist auch sehr. Haben wir so nie beantwortet. Nee, ist auch sehr weltbewegend. Würdige Masterfrage. Ja. Ich lese sie jetzt vor, okay? Okay. Hashtag Frag die Bulls. Wer ist der Älteste von euch? Ich. Das Boah, was eine geile Masterfrage! Ja, eine heftige Folge von die Bulls. Mach dir kurz die Atmung, ich muss pissen. Okay, alles klar. Okay, einmal kurz. Hier nur ein kurzer Ausschnitt, wie ich pissen gehe. Ja, und jetzt reicht's mir auch.
Das war auf jeden Fall eine geile Folge wieder mit geilen Fragen. Wie sollen wir es diesmal beenden? Ich würde sagen, diesmal ist hier noch das Wasser hier unten. Das kann ja schnell wieder ansteigen. Ja, das steigt jetzt an, bis wir komplett unter Wasser sind. Und dann ertrinken wir? Oder was? Nee, und dann kommt von hinten so ein riesiger Hai und frisst uns auf. Okay. Okay. Los, Wasser. Okay. Aber ich muss auf den Tweet. Aber ich würde sagen, das Wasser steigt schon bis ganz nach oben, dass wir auch ein bisschen Luft anhalten müssen und so. Ja. Okay. Okay. Boah, jetzt mal höher schon.